Hier ist Ihr Fleischermeister Ralf. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man einen Rehbock grob zerteilt und das alles ohne Knochensäge. Ich brauche eigentlich nur ein Messer, so wie dieses Messer, machst du da recht gut dafür. Und mit dem zerteile ich eigentlich alles. Aber fangen wir mal an. Als erstes mache ich schnell die vorderen Läufe weg. Dann ist da vorne, schaust du, da geht ein Gelenk, was gerade zum Durchschneiden ist. Da ist der Schinter, da ist das Gelenk, was gerade schneidet. Ah, schau, genau verkehrt. Das ist der Verkehrte. Siehst du, da ist eine Wölle drin. Das ist noch schwierig. Das Richtige wäre da unten weiter gewesen. Warte, wollen wir nochmal probieren. Das ist da. Schauen Sie, wir werden das andere nochmal aufheben. Siehst du den Unterschied? Das ist komplett gerade. Und das ist, wir sagen mal in der Fleischerei, sagen wir, das ist der Schinter. Weil da geht es schwer, da kommen wir nicht durch. Schauen Sie, da ist so also eine Wölle drin. Und das eine ist komplett gerade. Da geht es viel leichter. Und das eine ist da ein bisschen runter, da war ein bisschen hoch. Aber das passiert immer wieder mal. So, jetzt schneiden wir die Blätter weg. Das Blatt geht da, ist schnell da rein. Schau's, da siehst du das? Da schneide ich es her. So. Und weg. Da das gleiche. Ah, da war der Schuss drin, schau's, das war der Schuss. Da war der Schuss. So, jetzt schneide ich die Flamme weg. So, wenn du da reinschneiden willst, da ist der Rücken, da siehst du den Rücken sogar durchschimmern. So, der Schuss war, ja, hat Kreuz erwischt. Jetzt zeige ich mir das da an, weil jetzt liegt das Reh alles hängend. Das Reh ist sauber, da kann man die Rippen. Da schneide ich eine Rippen nach der anderen Schiene raus. Das ist ein bisschen Übung, aber wenn man das mal heraus hat, ist das viel leichter als wie man braucht, deswegen brauche ich keine Säge. Weil mit der Säge habe ich dann die Knochensplitter drin. Und da gibt es auf den Auktionshäusern, kann man da so Sägen kaufen, eine für 95 Euro. Die ist für meines ist die lebensgefährlich, wenn man keine Finger mehr haben will, sollte man die nehmen. Und die zweite, diese R mit Akku, habe ich gehabt. Ich war damit nicht zufrieden. Das ist auch was für, ja, wenn man ein Reh hat, reicht es. Aber für mehr ist es dann, gibt es Besseres. Aber das ist jedem, bleibt jedem überlassen. Schauen Sie, so schneide ich die Schiene aus, dass sie einzeln. Und das ist noch einmal. Da sind schon die Wespen. Aber die Wespen haben Vorteil, da sind keine Fliegen da. Ist das? Jetzt wieder das gleiche zeige ich dann. Dann die erste Rippe raus und dann möchte ich die zweite. Und das ist der Schuss. So, jetzt schauen wir das auch weg da schon. Schau, der hat das schön gemacht. Der hat das Schloss zugelassen und die Decken draufgelassen. Jetzt sehen Sie das, wenn wir oben mal zum Anschauen. Da ist kein Dreck drauf, schau, das ist schön sauber. Das passt, hat der Jager gut gemacht. Die Filetköpfe, da schneide ich den Messer da oben rein. Da noch den Rückgrat runter. Und da sieht man schon, jetzt ziehe ich das Bild an. Und schon ist er raus. Da das gleiche, da ist der Filetkopf einer. Da noch ein Rücken mal runter. So. Jetzt den Träger habe ich schon vorgelöst. 10 Rippen, mache den Rücken lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf
dann für die Wippsen ist jetzt das. Ja, merkt man schon, dass der Herbst ist für die letzten Wespen. So, jetzt den Rücken. Als erstes schneide ich, da sind die Beckenknochen. Am Beckenknochen schneide ich unten, schau's, die stiche ich eine. Und da. Jetzt, schau's, da läuft die Wirbelsäule, das sind die Dornenfortsätze. Da schneide ich mir Messer rein, Und schneid einmal, muss ich ein bisschen aufpassen, dass da nicht irgendwo los ist, dass die Finger reinschneiden. Und nachher ist geschah fertig. Jetzt da her, also auf der, da mache ich links und rechts. Jetzt sage ich, ich bin da her oben reingekommen. Jetzt schneide ich da, sind die Lendenwirbel. Da müssen wir schauen, dass ich schön am Knochen bleibe, weil ich kann den Rücken gar nicht reinschneiden. Und da war jetzt der Schuss, da tut mir auch so weit, auch nicht richtig weh. Schauen Sie. Und jetzt schneide ich da. Und wenn Sie wollen, können Sie das noch stehen. Jedes Ding ausnehmen, dass da kein Fleisch mehr drauf ist. Schaut, der ist ja korrekt, der Rücken ist ja raus. Und jetzt kommt der nächste. Den stellen wir da wieder an, das ist mir nicht besser. Schauen Sie, den Rücken hat man. Jetzt stehe ich da, da habe ich mein erstes Glied, stehe ich jetzt rein mit dem Messer und gucke das Ganze wieder zurück. Und schon habe ich die Karkasse weg. So, und jetzt schneide ich an den Beckenknochen raus. Das muss ich auch noch hängen da. Da schneide ich das Messer rein. Ich mache den Schluss nicht auf. Vor daher, genau wo es geht, schauen's. Von hinten her, drücke ich da ein bisschen drauf. Und vorne macht das. Schauen's. Das geht beim Jungen ein Stück leichter, weil dann die Haut leichter sich schält. Aber beim Elternbuch geht das schon ein bisschen schwieriger. Aber nur aufpassen, nicht zu reinschneiden. Dann schneide ich die Messerspitzen da am Knochen entlang. Und das war's. Und jetzt kommt der dran. Ich schneide so eine da. Ja, da vorne ist das Gelenk. Da muss man ein bisschen aufpassen. Da macht man. So, das Gelenk. Das hängt mit der Sehne etwas fest. Schauen Sie mal.